1994 wurde das Ludwig-Meidner-Archiv im Jüdischen Museum Frankfurt gegründet. Es betreut die Nachlässe mehrerer jüdischer Künstler, die ins Exil gegangen sind und die teilweise auch nach Deutschland zurückgekehrt sind. Das Ludwig-Meidner-Archiv ist benannt nach Ludwig Meidner, also dem einem jüdischen Maler, Zeichner und Literaten, dessen künstlerischen Nachlass wir eben 1994 erworben haben. Ludwig Meidner war ein Expressionist. Er wurde 1912 in Berlin bekannt, hat unter anderem in der Galerie von Herbert Walden, auch von Paul Cassirer ausgestellt. Bekannt wurde er durch seine apokalyptischen Landschaften. Das sind also sehr expressive, dynamische Katastrophendarstellungen, die so etwas als Vorahnung des Ersten Weltkrieges gelten. Ludwig Meidner setzte sich im Verlauf des Ersten Weltkriegs sehr intensiv mit religiösen Fragen auseinander und hat dann im Verlauf der späteren Jahre zur jüdischen Tradition zurückgefunden. Das heißt, er wurde praktizierender, gläubiger Jude, was sich auch sehr stark in seinem Werk niederschlägt. Im Gegensatz zu Marc Chagall spielt das Ostjudentum, also sagen wir mal ein eher folkloristischer Ansatz, für Ludwig Meidners künstlerische Auseinandersetzung mit der Religion gar keine Rolle. Er konzentriert sich sehr stark auf die individuelle Beziehung zu Gott, also auf das Gebet, aber auch auf die Figuren der Bibel, die er eben sehr intensiv studiert. Ludwig Meidner war nach dem Krieg, also nach seiner Rückkehr aus dem englischen Exil, beinahe in Vergessenheit geraten in Deutschland. Und das hat wirklich sehr lange gedauert, bis in die 80er, eigentlich 90er Jahre rein, bis er wirklich sozusagen wieder als bedeutender Expressionist wiederentdeckt wurde. Es gab aber Teile seines Werkes, die als schwer zugänglich galten. Das Spätwerk, vor allem aber auch das Werk, in dem er sich mit dem Judentum, mit der Religion auseinandergesetzt hat. Und das war für uns eben auch ein wichtiger Grund, den Nachlass zu sichern, eben in der Hoffnung, zu diesen auch bedeutenden Aspekten seines Werkes einen Zugang zu eröffnen. Mein Name ist Erik Riedel, ich bin Kurator für Bildende Kunst am Jüdischen Museum und betreue das Ludwig-Meidner-Archiv.